Renan Shi Deep Talk. Herzlich willkommen zu einer neuen, sehr, sehr spannenden Folge. Ihr seht mich strahlen. Das hat einen Grund, weshalb ich strahle. Mich scheint hier so ein lila Licht scheint mir entgegen. Und wir haben heute, Sheila und ich haben heute für euch einen ganz, ganz besonderen Gast im Deep Talk. Und zwar ist das Robert Franz. Und Sheila, sag hallo. Ich freue mich. Hallo, herzlich willkommen. Ja, wir wurden hier von ganz vielen schönen Mitbewohnern von Robert aufgenommen. Wie ihr seht, wir sind hier mitten im Dschungel, wie ihr schon hört. Wir haben hier schöne Hunde bei uns. Es ist eine schöne Energie hier auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du uns hier eingeladen hast, Robert. Ja, gerne, freut mich. Ich bin immer für jeden Mensch da und überhaupt bin ich immer bereit, mein Wissen weiterzugeben. Jederzeit. Ich habe über dich was gelesen, und zwar du hast ja die mechanische Hochschule besucht und nach ein paar Monaten aber abgebrochen, um deinem Hobby sozusagen irgendwie nachzugehen mit dem Motorradrennen und so, ne? Ja klar, man muss immer Entscheidungen im Leben treffen, genau wie ich meine Prüfung in der Hochschule aufgegeben habe und zum Motorradrennen gefahren bin. Ich wollte kein Ingenieur werden, einfach Automechaniker. Genauso habe ich nach 23 Jahren als Disponent vom Betonmischen aber von einem Tag auf den anderen aufgehört und habe mich in Dienste der Menschen gestellt, um Menschen auf natürliche Gesundheit zu helfen. Ich habe meinen Job gekündigt, keine Abfindung von 80.000 Euro entgegengenommen, sondern habe sie mich selbstständig gemacht, um Menschen zu helfen. Um Menschen zu helfen, indem ich Vorträge und Wissen verteile, und dann ist halt die Firma entstanden. Mhm. Wie war das für deine Eltern? Wie ist überhaupt die Beziehung so zu deinen Eltern? Wie fanden die das, dass du einfach so die Schule abgebrochen hast damals? Und ja, die Eltern haben ganz freies. Mein Vater hat immer gesagt, er ist mein Freund. Meine Eltern waren voll liberal mit mir, dürfen auch alles machen. Ich bin in der Nacht um 12 Uhr nach Hause gekommen. Heutzutage lassen die Kinder ab 8 Uhr müsste ich schon im Bett. Ich bin in der Nacht um 12 Uhr gekommen, von Schlitten fahren. Und meine Eltern haben sich keine Sorgen gemacht, weil es ist nicht alles so heiß, wie man es kocht. Aber ich war richtig liberal. Von klein aus habe ich richtig Flügel bekommen, habe alles gemacht. Motorrad gefahren, Motorrad über Autos gesprungen. In der Schule war ich der Klassenclown. Lieber Robert Franz, also die ganze Klasse. Ich habe alles zum Lachen gebracht. Und weil ich in der Ecke gestanden habe, haben sie rausgebracht und gesagt, wenn Robert Franz raus ist, der Aufruhr in der Klasse weg. Ich war immer der Störfaktor. Und jetzt bin ich halt der Mensch, was Mensch aufhört. Und früher war ich auf Beerdigungen, war so Ministrant der Beerdigung, habe das Kreuz getragen, Menschen im Tod begleitet. Heute helfe ich Menschen, dass sie nicht in den Sarg reinkommen. Genau, Gegenpol. Gegenpol, schön. Ja, für mich, Robert, bist du jemand, der mich schon viele, viele Jahre inspiriert, dem ich schon sehr, sehr lange folge. Und ich habe immer gesagt, irgendwann treffe ich diesen Mann. Ne? Irgendwann werde ich mit ihm reden können und Dinge fragen können, die ein bisschen in die andere Richtung gehen und die jetzt nicht auf das gehen, was du sonst nach außen verkörperst. Also die jetzt nicht darauf gehen, was die Vitamine betrifft, was die Mineralstoffe betrifft, sondern einfach die auf den Robert gehen, ne? auf den Robert Franz gehen. Genau, auf die menschliche Sicht. Und für mich ist ganz einfach, du bist ein Mensch, der ist im Jetzt, oder? Ja, ich lebe immer im Jetzt. Was machst du mit deiner Vergangenheit? Ich lerne aus der Vergangenheit, was ich mache. Und ich habe immer alles probiert und Fehler habe ich nicht viele gemacht, weil ich habe immer aus dem Herzen nach dem Bauch entschieden. Und Vergangenheit, ich weiß, lerne aus hier oder kannst du als Beispiel präsentieren, aber am besten ist die Gegenwart ist das beste Beispiel überhaupt. Zustand, wo du jetzt bist, du brauchst nicht mit. Darum habe ich mir aufgewöhnt, von Patienten zu sagen, ja, der und der ist gegangen. Nein, glaubst du dran, mach es. Nicht die Erinnerung macht dich zu handeln, sondern dein Zustand, dein jetziger Zustand macht dich zu handeln in verschiedenen Situationen im Leben. Jetzt, wir haben ja vorher schon mal ein bisschen geplaudert. Ich weiß jetzt von dir, dass du 64 bist. Ich bin 51. Mit 66 fängt das Leben erst an. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz so die Generation auch aufgreifen, die, wo ich mich ja auch befinde, so die Ü50-Variante. Ne? Mir sagen immer viele Klassenkameraden, weißt du, jetzt ist doch, was willst du jetzt denn noch machen? Ist doch egal, die Kinder sind groß, mach dein Ding zu Ende und dann gehst du in den Sarg. Ne? Was sagst du den Leuten, die älter sind und die sagen, es geht mir nicht gut, ich weiß auch nicht. Und sagst du denen, also nur aus der menschlichen Sicht, nicht aus der Mineralstoffsicht, was gibst du denen mit, was sagst du, was ist überhaupt möglich und wie lange ist das möglich? Ich meine, es gibt kein Ende. Egal wie alt man ist, jede Früh, wenn man aufsteht, soll man sein Leben genießen, aus vollen Zügen. Und für mich gibt es kein Ende. Was ich den Menschen sage, sie sollen ein Kind bleiben. Die meisten Menschen sagen, ich bin erwachsen. Erwachsen bringen wir gar nichts. Ich bin Kind geblieben. Kinder haben keine Vorurteile, Kinder lügen nicht, Kinder leben einfach ihr Leben und sind immer
sind immer lebenslustig. Und das verlieren die Menschen mit dem Erwachsenwerden. Man soll ein Kind bleiben bis zu einem Tag, obwohl natürlicherweise, man sagt, die alten Menschen werden wieder zu Kindern, aber durch die Mangelzustände, sie haben, aber bleibt ein Kind und genießt dein Leben. Das sage ich Menschen, was ich ihnen empfehle. Haben kleine Menschen, also Kinder, ich sage mit Absicht kleine Menschen, weil für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Alten und Jungen. Also ein Mensch ist immer ein Mensch und auch ein Kind ist ein Mensch. Ne? Haben kleine Menschen bei dir eine Stimme? Ja klar. Jedes Lebewesen, was auf dem Planet geboren ist, hat für mich eine Stimme. Und man kann auch von Kindern viel lernen. Darum zum Beispiel haben sie Experimente gemacht, wenn da ein Produkt gemacht wird, dann wird zum Beispiel, Moment, ich den Kabel raus, wenn ein Produkt gemacht wird, da kommen nicht nur Experten, die ein Wissen haben, Kinder sind unbelastet. Da wird was gemacht und Kinder nehmen und stecken sie im Hinterrein. Da kommen wir da, man kann es als Zäpfchen benutzen. Das würde Erwachsene nicht denken. So, dass Kinder haben die Freiheit und die meisten Erwachsenen haben das verloren. Sie sind in Systemen drin, in den Schubladen drin, dadurch kommt auch nichts. Von den Kindern kommt mehr als von Erwachsenen, von geschulten Erwachsenen. Und haben sie als Kind, die müssen komplett frei sein, die Kinder, und einfach leben lassen. Was ich auch aus dem Vorgespräch von dir schon weiß, du hast auch einen Sohn. Was hast du von ihm mitgenommen in deinem Leben? Seine Freiheit. So. Viele Familien wollen immer zusammen sein. Mein Sohn, der meldet sich einmal in einem halben Jahr oder vielleicht einmal in zwei Wochen oder einmal in zwei Jahre. Niemals den Druck, jemand zu etwas zu zwingen. Er meldet sich bei mir und dann, ich sage immer, wenn er braucht, bin ich da, oder wenn ich ihn brauche, ist er da. Man muss die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen, man muss die Menschen frei leben lassen. Und dann wieder treffen, um die Erfahrung auszutauschen, die sie in der Zeit gelebt haben. Das hat man viel mehr, als wenn man nach einem System die Familien zusammenbringt und jeder schaut sich, ich weiß, schlecht an. Und dann sage ich einfach, ich habe die Freiheit von meinem Sohn, also wie der frei ist und sich bei mir meldet, ist das sehr gut, werde ich genauso machen. Ich liebe das. Ihr wisst das von mir schon, ich habe schon mehrfach drüber geredet. Ich sehe das genau so. Ne? Die Kinder gehören uns nicht. Die haben ihr eigenes Leben zu leben, ne? Und sie sind frei. Genauso wie wir auch frei sind. Ne? Und oftmals geißeln wir uns ja. Und die Kinder müssen auch nicht unsere Ideale, wenn wir nicht was erreicht haben, wollen die Eltern, dass der Kind, wenn ich Arzt, soll mein Kind Arzt werden. Jeder hat seine Berufung, lasst die Kinder frei, unterstützt ihn in seinen Eigenschaften, in seinen Dingen, unterstützt ihn, aber bestimmt nicht das Leben deines Kindes voraus. Was würdest du jemandem raten, der keine Bindung zu seiner Intuition hat, zu seinem Herzen, zu seinem Bauchgefühl, wie du das gesagt hast? Kann man das irgendwie aufbauen? Gibt es da irgendwelche Methoden oder so, die du hast? Man kann auch gemeinsam mit anderen Menschen treffen, die dieselbe Intuition haben. Ich etwas habe und nicht zurechtkomme, ich sage immer genau wie, da steht mir eine Frau, ein Mann ist mit einer Frau verheiratet, wenn sie weg ist, will er sie knechten. Und nein, es sind 7 Milliarden Menschen, du findest immer dein Gegenwürdigen und findest immer die Menschen, wo du agieren kannst. Nur wir sind halt sogar zu faul, die Menschen zu suchen. Wir müssen nur Signale senden und wir finden die Menschen. Es sind 7 Milliarden Menschen, die Leute finden sie. Ich brauche keine Partnerbörse, jemanden kennenzulernen. Das setzt mich ständig auf Weg. Es werden immer Lösungen, die einfach nicht funktionieren. Du hast es in dich, such, wenn du keine Intuition hast, etwas werde ich schon. Wenn ich doch die Lebensfreude hast, dann such dir jemanden, mit wem du wandern gehst oder mit wem du die Welt erforscht. Es ist immer, die Leute sind nicht imstande, sie warten immer das andere, was für dich machen. Ja, die machen jetzt was für Geld, aber das Ergebnis wird niemals dasselbe sein, wenn du von vollem Herzen dir das wünschst und vollem Herzen das machst. Schön. Was ich durch Sandra sehr stark wiedergelernt habe, ist, Menschen zu lieben. Ich habe ganz lange in der Gastro gearbeitet und habe irgendwie eine Zeit lang gemerkt, ich entwickle eine gewisse Distanz zu Menschen oder auch eine Abneigung tatsächlich irgendwie. Und durch Sandra und durch ihre Ansichten und ihre Reflexion habe ich wieder mich selber lieben gelernt und auch einfach die Menschen wieder. Und das habe ich bei dir auch jetzt öfters gelesen, du liebst Menschen und du liebst auch Tiere. Und diese Liebe spürt man auch, wenn man jetzt hier, wir haben dich jetzt erst zum ersten Mal gesehen, aber du strahlst einfach eine sehr schöne, warme Energie aus. Ja, als erstes musst du dich mögen, dich lieben, musst schauen, dass es dir gut geht. Und wenn es dir gut geht, kannst du Liebe weitergeben. Viele Leute schinden sich und dann werfen sie vor, dass andere das Gute nicht wollen. Was mir gut ist, tut anderen auch gut. Wenn mir schlecht ist, ist meine ganze Familie, mein Umfeld. Oder sowas. Die Leute müssen erst mal selber in den Spiegel schauen, sich akzeptieren, sich selber lieben und dann einfach wissen, dass sie alleine nicht überleben. Und dass jedes Lebewesen auf dem Planeten sehr wichtig ist, für jeden Käfer, für jeden Tier. Darum habe ich auch so viele Tiere und da habe ich angefangen mit einem Rind. Jetzt habe ich 28 Rinder und 60 Schafe. Jetzt habe ich Hunde, Schweine gerettet von der Psychiatrie. Und
war ein Bauernhof, haben wollen die Schweine schlachten, habe sie gekauft und die leben jetzt frei, ohne frei, wie sie ist. Die werden nicht gemolken, nicht geschlachtet, nicht gegessen. Und darum sage ich das. Freiheit gilt überall. Im Tierbereich, wenn es was für Tierbereich ist, gilt es auch für Menschen. Nur solange die Menschen sich einander töten werden, wird auch kein Auge sein für ein Tier, was viel minder wird. Ich sage, ich habe auch einen Film gemacht und Citizen Nemer, da steht jedes Mensch, jedes Tier, jedes Lebewesen genauso viel wert, sogar mehr wert als ich. Was glaubst du, warum die Menschen so sehr nach Freiheit kämpfen und so viele Kriege auf dieser Welt passieren? Ja, Kriege, man kann ja keine Freiheit durch Kriege erkämpfen. Genau wie in Ehe kann man es nicht Harmonie durch Streit erkämpfen und sowas. Wir werden einfach von Systemen ausgespielt. Moment kurz. Benedikt, geh weg von da. Weg, so. Wir werden einfach von Systemen eingespielt. Es wird gut und schlecht. Manche Leute werden schlecht gemacht, der gut wird. Es gibt kein Gut und Schlecht. Es gibt nur Menschen. Es gibt nur Interaktion zwischen Menschen. Wenn Liebe und so weiter. Was Menschen fehlt, Erfahrung im Leben, Erfahrung, Liebe. Das war es, Menschenliebe. Ich habe immer gesagt, das Böse muss es so wie Tag und Nacht. Also das Böse muss es geben, damit das Gute sich davon erheben kann. Ja, ich sehe nur Gutes und dann haben wir die Religion, das Schlechte und das Gute. Es gibt kein Schlechtes. Es gibt nur Menschen, die keine Erfahrung oder die keine Liebe erfahren. Schöne Ansicht. Wenn einmal Liebe erfährst, dann weißt du, was gut ist. Wahre Liebe. Und auch keine vorgespielte Liebe. Ja. Etwas vorzuspielen. Einfach richtiges Gefühl. Nur manchmal akzeptiert die Gegenseite und sowas, aber das ist ein einfach beständig bleiben, an sich glauben, mit Menschen umgeben, die einfach deine Ansichten teilen, zusammen zu probieren, auch Neues aufzunehmen, nicht an etwas festhalten. Auch die Gegenseite kennenzulernen. Nicht immer Standpunkt und durch die Welt wie die Holzhacke kennen und einfach sagt, das ist richtig. Und das ist genau wie ich sage, wenn was besser ist, wenn was noch besser ist, meins lasse ich sofort weg und nehme das Neue. Die Kraft zu haben, das Neue zu nehmen und nicht seine Richtung. Ist zu monoton für mich und bringt keinen Wandel, bringt nicht viel. Du entwickelst ja auch nicht weiter. Was hältst du davon, Robert, wenn Menschen anfangen, sich zu verstellen? Ich rede jetzt ganz speziell über junge Leute, ne, die wirklich sich hinter einer Maskerade verstecken. Ne, du bist auch ein modischer Typ, wir können das ja alle sehen. Robert hat lila Haare. Die Frage, die möchten wir ganz gerne zum Schluss nochmal aufwerfen. Aber dieses Ding, was viele, viele junge Mädchen und auch Männer machen, sich eben verstecken hinter einer Maskerade, hinter so einer Tonne Make-up, hinter so einem Nebel Parfum. Ne, was glaubst du, ist da der Point? Ja, weil sie kein Selbstvertrauen haben, kommt auch von den Eltern, von dem Umfeld alles. Und die werden nicht in ihrer Originalität bestärkt. Ihre Schönheit. Man muss nicht schön sein, um schön zu sein. Es wird, ich sage, jetzt kommen wir direkt zum Weinen. In unserer Gesellschaft wird das Äußere. Ich habe damals gesagt, ich mit 64 Lila eine Haare und sowas. Eigentlich müssten die Leute weglaufen von mir, aber die Leute kommen zu mir. Einfach sie nicht verstellen und so bleiben, wie du bist. Wenn ich einen nach dem Äußeren behandelt, dann ist es falsche Weg. Es gibt kein dünn, dick und sowas. Jeder Mensch hat seine eigene Originalität und die macht ihn zum Mensch. Da braucht er keine Maske. Und so kommt er auch am besten durch sein Leben durch. Beim Verstellen irgendwann gibt es keine Maske mehr, die du anziehen sollst. Und darum gehört auch jeder Mensch, der so wie ist. Und kein Menschen zu sagen, ja, du hast nicht recht. Wenn ich sage, du hast nicht recht, habe ich alles, was du bis jetzt weißt, zunichte gemacht. Nein, einfach sagen, ist richtig, was du sagst, aber ich kenne noch was anderes. Es ist die Möglichkeit geben, Seins zu vergleichen und nicht etwas kaputt machen. Mit sowas macht man ganze Entwicklung kaputt. Alles, was er im Leben erfahren hat, mit so einer Aussage, wird kaputt zunichte gemacht und dadurch steht er ohne nichts da. Du tust die Menschen, einfach die Menschen so lassen, wie sie sind, die Möglichkeiten bieten, wo sie entwickeln können. Und wenn nicht, einfach mit ihnen normal agieren. Aber die Erfahrung im Leben macht dich zu Menschen und nicht Äußerlichkeiten, ob jetzt neue Jeans oder neues zusammensetzt. Ich komme ja, bei den Vorträgen sage ich, kann Vortrag halten, komplett nackt, in Gorilla-Anzug, mit lila Haare. Die Leute bemerken, was ist mein Wesen. Sie spüren, was ich strahle und nicht mein Äußeres. Hättest du was du diesen jungen Menschen mitgeben kannst, gerade dieser jungen Generation, wo wir ja auch jetzt sagen, wir möchten einfach mal auch auf die ältere Generation aufmerksam machen, die also auch schon Vorreiter sind in dieser Geschichte mit Gesundheit, mit was ist meine Wertigkeit, was ist mein Selbstwert. Wie können junge Menschen aus diesem Desaster rauskommen, wenn sie nicht das Elternhaus haben, wenn sie auch nicht in dem Umfeld sind, wenn sie aber gerne möchten? Ich weiß, sich aus die Menschen zu picken, leben, die für ihnen was bedeuten. Einfach nicht den Trend, den man nachgehen und sowas. Das heißt, einfach sich die Beispiele zu nehmen, auch ältere Menschen, und einfach nicht so schnell erwachsen werden.
die wollen zu schnell wachsen, wollen, ich weiß nicht, ganzes Wesen, wollen die wachsen. Denke, nein, als Kind fährst du viel besser. So lange ziehen sie zusammen, sehe ich auch nicht, dass sie die Kinder einschulen. Schon mit 6 Jahren, bald wollen sie noch früher die Kinder. Nein, normal sagen sie auch, die Beter geben mein Kind 7 Jahre, dann sage ich, was auch immer wird. Die Kinder haben nicht mal die Gelegenheit, die 7 Jahre in eigenen Familienkreis zu sein. Sie werden in Kindergärten gesteckt und alle Leute. Einfach lange Kind bleiben oder irgendwie am besten lebenslang Kind bleiben. So fährt man am besten. Ja. Macht euch mal die Mühe so ein bisschen, schaut mal ein bisschen in YouTube rum, Robert Franz, und schaut euch mal so ein paar Videos an. Und da seht ihr, was er meint, wenn er sagt, bleib mal Kind. Na? Da könnt ihr da gut nachschauen, was er damit auch meint. Was hältst du von Opferbereitschaft? Opferbereitschaft kann es nie genug geben. Das halte ich. In Sachen Opferbereitschaft, ich sage, ich bin jederzeit bereit, mein Leben zu geben für andere Menschen. Aber nicht das Leben zu geben, wenn die Pharmaindustrie mit den Mitteln, was auch immer, chemische Mittel, auch Diclofenac, Nieren kaputt macht. Das heißt, sei ein guter Bürger, spende deine Niere. Für sowas nicht. Aber für Menschen, die da sind, für Menschen, wo geholfen bin, jederzeit mein Leben zu geben. Ich tue auch mein Leben in Gefahr bringen durch die Sachen, die ich mache. Ich habe auch keine Angst. Wir sind angstfrei geboren, angstfrei können wir sterben. Die Probleme kommen erst nachher. Du hast Angst, deine Frau verlässt dich, du hast Angst, dein Kind wird krank. Aber die Ängste kommen, weil du selber dich verloren hast. Einfach gutes Selbstvertrauen haben und mit Liebe kommst du durch die Welt. Und mit dem Selbstvertrauen, mit viel Erfahrung jeden Tag, wirst du niemals Probleme haben. Und Opfer wirst du auch sagen. Ich sage immer, man muss nicht bei Unfällen und sowas, Opferbereitschaft gibt es im normalen Leben. Die haben Versuch gemacht, haben sie gefragt, ob jemand hilft beim Gebet, keiner hat geholfen. Da haben sie 50 Cent Stück auf den Boden geworfen. Die Leute haben 50 Cent gefunden, automatisch waren sie bereit zu helfen. Denn Leute, Erlebnisse geben, die sie nie im Leben haben, was Neues. Das bringt die Menschen dazu. Das Altgewöhnte macht die Leute neutral, macht sie monoton. So ist immer das Leben mit Neuen begeistern und dadurch. Aber Opferbereitschaft würden viele Menschen, aber viele sind nicht bereit, opferbereit zu sein, weil sie selber sich nicht helfen können. Opferbereitschaft kann nur von Menschen kommen, die leben in Ordnung. Es ist auch gut so, dass Menschen, die sie nicht helfen können, andere nicht helfen, sonst würden zwei leiden das sein. Erst wenn ich voll in Ordnung bin, dann kann ich auch Opferbereitschaft sein, kann helfen. Weil da weiß ich, dass ich in Ordnung bin, nachdem ich geholfen habe, dass beide Personen etwas davon haben. Ich suche mir den Nächsten, wo ich helfe, und der ist seine Probleme los. Das Menschen, die sich nicht helfen können, und heutzutage durch die vielen Probleme, was das sind, erstens finanzielle Natur, zwei gesundheitliche Natur, haben die Menschen so viele Probleme, dass sie keine Augen für haben. Die treten in ein Hamsterrad, wo kein Ende in Sicht, da werden sie niemals Opferbereitschaft zeigen. Wenn man sieht, dass draußen, wenn was ist, dass keiner dazwischen geht und keine Zivilcourage zeigt, fängt schon an. Man muss auch nicht wahnsinnig sein und sein Leben in Gefahr bringen, aber manchmal, so wie ich sage, manchmal hilft eigenes. Ich sage immer, um Menschen zu helfen, muss ein Stück von deinem Leben mitlaufen. Ich kann, wenn ich im Bett das sehe, kann ich 10 Euro werfen, jeden Großposaune, ich habe 10 Euro gegeben. Ich gehe hin, willst was zu essen, willst was zu trinken. Aber um Menschen zu helfen, genau wie wir aus jetzt, muss dein Leben mitlaufen. Und wenige Menschen wollen ihr Leben geben, sie wollen lieber Geld geben. Nein, um Menschen zu helfen, muss ein Teil von deinem Leben, aber dein Leben hat eine gewisse Länge, und bereit zu sein, einen Teil von deinem Leben zu opfern, um anderen Menschen zu helfen. Viel mehr als materielle Hilfe. Es gibt ja viele Menschen, die für sich diesen Anspruch haben, wenn es mir schlecht geht, muss mir irgendjemand helfen. Aber wenn ich sehe, dass es jemand schlecht geht, dann drehe ich mich um. Was glaubst du, warum die Menschen so ticken? Ja, muss halt die Situation sehen, wie jeder Mensch, was für Hilfe der braucht. Aber ich würde, was die denken wahrscheinlich, der hat mich im Stich gelassen. Aber wahrscheinlich spontan ist es auch an, dass er seinen Arsch hochbringt oder etwas macht. Aber ich meine, bleibt jedem überlassen. Man muss auch nicht immer Opferbereitschaft zeigen. Aber ich sage immer, ein ganz kleiner Ansporn für jemanden, oder manchmal, ich sage immer, ein gutes Wort, ein guter Ratschlag ist mehr wert als Geld. Ich kann auch jemandem Geld geben, aber manchmal ist guter Rat teuer, Wissen ist Macht, Wissen noch mehr Macht. Sodass einfach Menschen die Lösung zu bieten und sie kurz begleiten, aber nicht komplett bis ans Ende. Die Leute müssen selber raus aus dem Trott. Und was die Leute denken, müsste sowieso egal sein. Du hast dein eigenes Ich und dein eigenes Ich. Demnach wirst du nachdenken, war gut, ob ich ihm geholfen habe, ob ich umgedreht habe. Und wenn du in Einklang bist, ist das voll in Ordnung. Da muss dich keiner dich lehren oder dir sagen, was du tun und zu lassen hast. Da kommt wieder die Freiheit, was die manchen Menschen nicht haben. Denk an Urteile, oder? Ich habe rausgehört, dass das Vertrauen der Menschen sozusagen dich motiviert. Was motiviert dich noch, jeden Tag aufzustehen und zu leben und diesen... Ja, was mich motiviert ist, wie viel Vertrauen ich bei Menschen habe. Es lässt sich nicht meine Produkte, wo viele sagen, Franz, Sie können Eskimos Kühlschränke verkaufen. Könnt ihr auch mal? Nein.
wie die Leute Vertrauen haben. Wir haben probiert, mich so stark zu entstellen, so wie es geht. Lilane Haare, barfuß, mit Fell angezogen. Weiß nicht, Vortrag war ein Dr. Kohl, der hat gesagt, ja, Robert Franz, da ist mir das Essen fast hochgekommen, weil der hat so gestunken. Ja, wahrscheinlich nach Jean-Paul Gaultier oder so, aber das heißt, du wärst immer, genau, sie wollen dich fertig, ich lasse mich zerren bis zum untersten Ding und haben die Leute noch immer Vertrauen in mir. Und es ist klar, dass sie motiviert, wenn du siehst, alles, was du sagst, das ankommt an die Menschen und denkst, du tust was Gutes, das macht dich auch stark. Und Vertrauen soll man nicht nach Äußeren schauen, sondern nach Inneren. Aber wir haben immer zu wenig Zeit, Menschen kennenzulernen. Es kommt ein schnelles Urteil, wir ziehen weg. Nein, lass dir Zeit, lernen Menschen kennen und dann urteile nicht, sondern geh mit ihm oder geh deinen Weg. Und die Zeit ist immer zu kurz, die uns bleibt, um Menschen kennenzulernen. Und da kommen erstmal Urteile. Nein, nein, nicht urteilen im Leben, einfach sich sein Umfeld aussuchen, wenn man Kraft genug hat, da runterzugehen, wieder Menschen helfen und dann finde ich es voll in Ordnung. Aber ich sehe, dass ich bei Menschen Vertrauen inspiriere, obwohl die meinen, ja, der mit Lina was, und wenn sie zwei Wörter von mir hören oder Videos sehen, wow, der hat aber richtig recht. Von wo kommt das Vertrauen? Ich habe keine Maske, muss mich nicht verstellen, ich habe meine Zähne oder habe Zahnspalte. So, das ist Robert Franz ohne Zähne, bitte. Wow. Habe ich mehr oder weniger Vertrauen? Da, eben, so was. Bitte. Ob ich jetzt Robert Franz schlimmer bin oder schlechter bin, dann sehe ich das. Aber Zahnspange, oder? Man, die Leute setzen Implantate. Nein, ich will keine. Ich habe noch zwei gesunde Zähne und die normalen Backenzähne. Ich will keine Implantate, ich will gar nichts. Aber jetzt, wenn einer will, kann es machen. Aber ich bin richtig Natur geblieben. Sorry, was ab, halte ich fest. Da habe ich auch deine Beule. Viele sagen Verbindung an Universum. Ist auch eine Beule. Aber für andere Leute mögen sie vielleicht nicht, aber ich habe keine Probleme damit. Ich kann damit leben. Und ob ich die rausschneide oder. Das Lipom und ich bleibt mir überlassen. Ist ein Stück von mir. Die Leute wollen sich nach einer gewissen Mode verstellen, lassen sich Brüste abschneiden, andere lassen sich Implantate, der nächste tut sich mit Silikonspitzen. Ist nicht mein Ding. Selbst in der Natur, wenn was ist, die Leute nehmen keine künstlichen Mittel, sondern mit ihren Fähigkeiten machen sie gesellschaftsfähig. Und damit die Leute müssen weniger aus Hilfsmitteln, sondern mit dem eigenen Ich sich mit einem Menschen verbinden oder ihren eigenen Weg mit natürlichen Mitteln schaffen. Und nicht mit Hilfsmitteln. Ich bin gesund, ich brauche noch keine Krücken und brauche noch keine, was auch immer. Sonst sage ich. Es wird immer Leuten eine Lösung angeboten, die sie einfach in dem Zustand lassen, wo sie sind, aber ihnen vorgekaut wird, du kommst weiter. Du kommst nicht weiter. Umsonst hast du eine Krücke, kannst du noch immer nicht gehen. Wenn ich der Natur mit gehen, stehst du auch vor Rostung und gehst. Es werden die Möglichkeiten, die uns angeboten werden, nicht von überall, bringen uns nicht weiter. Sonst, wenn was ist, probieren mit seinem eigenen Ich uns dazu zu stehen. Und sich zu schämen. Wir sind geboren, ich habe auch Videos gemacht, wo ich komplett nackt bin und sowas, ja, auf dem DVD und sowas. Die Leute akzeptieren mich. Warum? Weil ich so bin. Die Kraft zu haben, sich nicht zu verstellen. Und das haben die meisten Menschen nicht, weil sie selber in sich kein Vertrauen haben. Vielleicht auch dieses Verstellen ist immer so meine Intention, um irgendwo dazu zu passen, mit reinzupassen in irgendwelche Gruppierungen. Ja, dann ist es an der falsche Gruppe, wo er reinpassen will, wenn Sie verstellen. Ich passe überall rein, wo ich mich, ohne mich zu verstellen, dazugehöre. Ich muss mir nicht der Mütze anziehen, da ich weiß nicht, was fein. Dann gehe ich, weiß so, die Pfadfinder, wo ich keine Mütze habe oder sowas. Die meisten Leute bewerben sich in Sachen, wo vielleicht interessant angeboten werden, aber sie überhaupt gar keine Talente dafür haben. Die Menschen müssen schauen, hinzugehen, wo jeder Topf findet seinen Deckel, so als dorthin zu gehen, wo man gebraucht wird. Nicht einfach nur dabei zu sein. In Deutschland, und was mich noch ärgert, ist immer Jein. Entweder klares Ja oder klares Nein. Und wenn einer mein Nein nimmt, ich verstehe, dann mein Leben nicht verloren. Und die ganzen Menschen, weil sie neue Leben jetzt nicht da sind, müssen nicht danach weinen, die sind weg. Die haben mein Leben keine Daseinsberechtigung. Und überall in Deutschland ist das Mode ein Jein. Ja, kein Jein. Entweder klares Ja, der steht voll dahinter, lernt was daraus, oder Nein. Und dadurch hast du die Sorgen weniger. Wir lassen uns einlullen, nur überhaupt dabei zu sein. Der nette Typ muss nicht ein netter Typ sein, auch nicht der argwöhnische oder Ding, aber muss seinem Innern treu bleiben und probieren, sich in der Gesellschaft anzupassen oder wie ich allein zu leben, irgendwo mitten in der Pampas und nicht meckern. Eben. Dein Meckern wird niemand hören, wird dir helfen, aber das Leben ist ganz einfach, nur die meisten Leute machen es kompliziert. Ich kann mich so kratzen und ich kann mich so kratzen, oder? Aber ich glaube, so ist es einfacher. Ganz einfach. Wie gerne bist du mit Robert Franz allein? Ich bin genau mit euch genauso gerne mit Robert Franz allein. Bei mir macht es keinen Unterschied, allein mit Menschen. Ich bin immer da, bin voll in Gegenwart und
Ich fühle mich überall wohl mit jedem Menschen. Ich verstehe mich genau mit Kindern, mit Kindergartenkindern, genau mit Rentner. Warum? Sonst sehe ich nur ein paar Anhänger. Da kommen Kinder, die Robert Franz, und kommen Erwachsene, 90-Jährige. Weil ich das ganze Spektrum ablege. Genau wie Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, töte deinen Nächsten. Sonst dazwischen. Ich war zum Beispiel im Winter barfuß. Hey, im Winter stehe ich barfuß und das ganz, ganz kalt. Oder im Herbst fällt ein Blatt runter, Stillstand, und ich fahre mit meinem Hayabusa 300 Stundenkilometer. Da kann ich sagen, von Stillstand bis zu 300. Die meisten Leute nennen sie Experten, aber decken nur 10% von Skala an, sind Experten. Wenn ein Buch geschrieben sei, was steht auf dem Rand von dem Buch? Weiß er gar nicht. Sonst, wenn etwas weiß, dann muss es von A bis Z und nicht nur mit einer Sparte sich da allwissend zu machen. Sonst, die wenigsten Leute haben und was die meisten nicht haben, ein Allgemeinwissen über alles, Gott und die Welt. In deinem Fach, wo dir gefällt, 100%, und in anderen sagen, ich muss wissen, 30% Bank, denn ich betrogen werde, 10% Tester, 10% Tester. Du musst überall, aber nichts zu wissen. Mein Onkel war zum Beispiel der Beste bei Atomphysik in Rumänien, aber sonst null. Auf seiner Krawatte hat man gesehen, was man gegessen hat und so. Du weißt, es bringt auch keinen Vollexperte zu sein, verliert man Anschluss, Ehen geschieden und alles. Man muss allgemein, überall, man muss nicht komplett, aber in seinem Leben ist 100%, aber immer ein paar Prozent von jedem Wissen, da fährt man gut im Leben. Und je nach Interesse wird man halt mehr oder weniger ergattert von dem Wissen. Aber alleinstehende Leute mit allgemeinem Wissen, genau wie Ärzte sagen, sie machen gesund durch die Allopathie, und alles auszublenden, bringt gar nichts. Genauso die Natur oder was auch immer, Aura, seelisch, psychisch, alles. Wir sind komplex im Sammelsurium, und nicht eine einzige Sache macht Menschen nicht gesund. Ganz einfach. Du hast uns vorhin so ein schönes Video von dir gezeigt, von deiner eigenen Beerdigung. Ich kann wieder nur raten, geht mal suchen und schaut euch das an. Wenn das jetzt morgen soweit wäre, ne, und du liegst auf deinem Sterbebett, was würdest du so als letzte paar Worte einfach der Welt noch mitgeben? Ja, nimm ein Beispiel von mir. Ist glücklich gestorben. Ganz einfach. Ich könnte jetzt könnte das Mikrofon, könnte ich sterben. Ich habe mein Ding getan. Ich habe immer alles gegeben, war immer voll da, war niemals traurig oder sowas, war immer vollen Herz, voll Leben. Sei doch froh, dass du auf die Welt gekommen bist und da lebst. Normal könnte es niemand sein. Die meisten Menschen ergreifen das Leben nicht als Chance, so sehen es eine Qual. Dann legt die halt hin, hör auf zu atmen und ist fertig. Andere Menschen wollen leben und können nicht, und andere Menschen haben das ganze Leben, aber leben es nicht. Und überhaupt, Geld macht nicht glücklich. Und es sind viele Menschen, haben alles und sind todtraurig. Und das ist das, nur die gesunde Mischung macht alles, dass du Gegenwart leben, Erfahrung haben, mit Liebe leben und froh sein für jeden Tag, für jede Sekunde. Und nicht Angst vor dem Tod haben. Ganz einfach. Was mir am meisten wehtut, wenn Kinder nicht die Chance haben, erwachsen zu werden. Ich mit 60 oder ich habe mein Leben gelebt. Aber dass Kinder, kleine Kinder, nicht den Weg, oder wenn Erwachsene, Jugendliche nicht imstande sind, ihren ganzen Lebenszyklus erfahren zu sein. Weil das bringt auch die ganze Gesellschaft weiter. Der ganze Lebenszyklus und mit vielen Dingen. Immer die Entwicklung nicht da, Stillstand. Asche ist tot. Einfach rauf, runter, plus, minus. Sonst passiert gar nichts. Und die Leute müssen auch das Minus akzeptieren, in dem Maße, wo sie dann mehr Plus daraus haben. Eben. Was würdest du sagen, macht deine Einzigartigkeit aus, außer jetzt deine lila Haare? Ja, dass ich mich unverfälscht präsentiere, dass ich Mensch und Tiere liebe und dass ich ein ganz starkes Gefühl habe für alles, was keucht und fleucht, für jeden Menschen. In meinem Inneren spüre ich, dass ich mit allen verbunden bin, mit jedem, egal. Und ich kann auch keine Tiere und keine Menschen leiden sehen. Aber das sieht man, dass auch Männer weinen können, oder? Das ist ja keine Schande. Überhaupt nicht. Das ist meine Einzigkeit, dass ich mich verstelle. Alles, was ich sage, sage ich aus dem Herzen. Ich würde niemals jemand schlecht sagen. Und ich bin froh, wenn Menschen sich entwickeln. Wenn die Leute was haben, würde niemals auf jemand neidisch sein, dass er zu viel hat. Das ist zu wenig. Und ich sehe, ich gebe ihm alles und mir geht es immer gut. Und ich gebe und gebe und gebe und ich gebe immer mehr zurück. Genau, klar. Und das Leben läuft, ohne etwas zu machen. Das läuft und läuft und du gehst immer wieder zurück. Und der erste, wenn du unten am Boden bist, geht es wieder hoch. Aber du musst dein Schicksal dich fügen und nicht dagegen kämpfen und auch nicht
nicht bereuen, egal was passiert. Alles Schlechte hat was Gutes und alles Gute hat was Schlechtes. Ganz einfach. Ich würde dieses Emotionale von eben nochmal aufgreifen wollen tatsächlich. Jeder von uns hat seine Story. Und mit Sicherheit ist auch in deinem Leben einiges passiert, wo vielleicht Menschen sagen, wenn sie Dinge erleben, das schaffe ich jetzt, wie soll ich denn da wieder rauskommen, wie soll denn das funktionieren? Oder geben sich gar nicht die Mühe, überhaupt drüber nachzudenken, wie es gehen kann. Wie bist du mit so Situationen in deinem Leben umgegangen, wenn dich irgendwas versucht hat umzuhauen? Ich habe auch nicht viele Sachen erlebt, die mich umgehauen haben, weil für mich war alles natürlich, alles, was an mir zukommt, war das Natürliche. Ich habe es niemals als Bedrohung gesehen, egal was kommt. Jetzt kann ich nicht mehr, kein Geld mehr. Aber ich habe alles gesehen als ganz normal, habe mich mein Schicksal gefügt. Und es war, kommt der Punkt, wo du wieder startest. Du wirst auch niemals untergehen, höchstens du kippst auf. Aber wenn du es niemals als Bedrohung siehst, wirst du alles nehmen, alles, wie es kommt im Leben. Alles ist gut, alles, von alles lernst du was. Und irgendwann zeigt sich möglich, was hochkommt. Aber ich habe niemals im Leben, wahrscheinlich, weil ich immer als nichts Bedrohendes gesehen habe. Ohne Angst, ich kenne ja keine Angst. Wir sind ja Angst geboren. Ich habe auch keine Angst. Wenn morgen was passiert, ist halt so. Ängste bringen dich weiter. Angst ist ein schlechter Wegbegleiter. Darum sage ich. Und die Ängste werden heutzutage geschürt von der Gesellschaft und alles. Und werden, mich interessiert niemand, ob einer Millionär ist, Milliardär. Und ich, hauptsächlich, bin mit meinem Leben zufrieden. Nur die Leute reden nach Idealen, reden nach Mustern, die uns vorgespielt werden. Nein, original bleiben und den Lebensweg suchen. Wahrscheinlich, wenn man weniger hat und original ist mehr, als wenn man ständig eine Maske an und sich nicht wohlfühlt. Und am Ende vielleicht das Leben nimmt, weil man nicht verstanden ist. Das sage ich. Original, so ist es am besten. Kommt es am besten an bei den Menschen. Und einfach, alles, was der Leben kommt, ist richtig. Ist niemals falsch. Ganz einfach. Das ist ein schöner Satz. Das ist das, was wir auch immer sehr oft diskutieren, auch bei uns mit unseren Leuten diskutieren, die eng um uns rum sind, dass das Universum immer, ich sage immer gerne universelle Kraft, immer zu deinem Vorteil liefert. Egal was ist, es liefert zu deinem Vorteil. Ne? Und das eben von der Seite zu sehen und in diesem Vertrauen, wobei auch Vertrauen so ein spannendes Wort ist, können wir später nochmal drüber reden, in diesem Vertrauen zu sein, ist eben das, was dich stark macht. Ne? Wirklich zu sagen, ich gehe daran und die Situation ist jetzt für mich, weil. Ne? Und das eben dann auch zu leben und eben da auch mittendrin zu sein. Ich feiere deine Einstellung total. Ich kann mich damit auch total identifizieren. Also es ist so meine Wahrheit, auch wenn ich es vielleicht bis jetzt noch nicht in vollem Potenzial ausgelebt habe, aber ich strebe danach und ich danke dir für die Inspiration und auch einfach für dieses... für diese Ehrlichkeit, für diese Emotionen, dass du die mit uns teilst. Schön. Ja, darf ich umarmen? Das darfst du. Vor der Kamera. Ja. Robert. Ja. Mein Nacken hat geknackt, danke. Ich sag, die Menschen zeigen zu wenig Gefühl heutzutage. Jeder muss cool bleiben, jeder muss stark sein. Manchmal bringt die Weiche Stärke. Alle deine Stärken sind deine Schwächen. Ganz einfach. Sag ich auch immer. Schön. Und dann gehen wir nochmal auf deinen modischen Look, würde ich gerne nochmal eingehen. Ich würde ganz gerne wissen, das war meine Frage von Anfang an, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Weshalb die lila Haare? Was ist, ne? Lila hat für mich auch von den Chakren her eine besondere Bedeutung. Das habe ich aber nicht gewusst. Mir ist auf einmal gekommen, weil okay, verheiratet Kind. Und auf einmal ist mir gekommen, färb deine Haare lila. Ich habe nicht gedacht, oder ein Konzept auch, färbt deine Haare lila, dann wäre es so. Ich bin einfach hin, Farbe gehabt, mit meine Haare lila. Und jetzt sehe ich mit 64 Jahren, wo es ist noch, Mensch mit lila Haare mit 64, oder? Die Punk-Ära ist vorbei, wo jeder grün und rot und was. Und manchmal. In Berlin nur noch weniger Punks. Manchmal, wenn wir im Flughafen sehen, schauen wir mit lila Haare, ja. Schwer zu finden. Und überhaupt mit 64. Denken Sie, aber die Leute sehen mir als ganz normal. Da schaut keiner, schaut den an, sowas. Die Leute kommen, bist du wie ein Magnet, die Leute kommen. Ich habe direkt vorhin so ein Bild schwarz-weiß machen, nur Menschen und mich mit lila Haare rein. Einer der von 1000 grauen Mäusen, was das sind. Die Leute müssen sich halt mehr trauen. Und ich habe von innen lila Haare bemerkt, oh, die Leute lachen. Es ist halt schwierig, jemand zum Lachen zu merken, jetzt gebe ich ans Leben mit lila Haare. Ich komme, sie nur lachen in die Gesichter. Leute, die tuscheln, die zeigen, die lachen, ganz toll. Bringen Menschen heutzutage zum Lachen. Die meisten haben nichts zu lachen heutzutage. Und wenn jeder lila Haare hätte, ich weiß, wird die Welt vielleicht bunter sein, zu Farbe, obwohl nach Chakra und nach der Lila die höchste Schwingung hat. Und überhaupt, darum haben auch die, hey, aus, Tatjana, auch die Päpste mit Lila und die Kirche und sowas, aber Lila ist ganz tolle Farbe.
Und darum habe ich nichts, kein Konzept, dass ich mache mit lilanen Haare, aber seitdem mit lilanen Farbe habe ich gesehen, jeder Mensch mich an. Und keiner bemerkt das, oh lila, warum lila? Jeder Mensch findet mir das ganz normal, weil ich auch natürlich geblieben bin. Ich fühle mich jetzt so lila, dann halte ich immer, oh, mein lila, was sagen die Menschen? Ich nehme was. Jeder kann sagen und denken über mich, was er will. Ich habe mich, ich weiß, was ich mache, gehe mit Respekt und mit Liebe. Und dann akzeptieren dich die Menschen. Wenn du noch lila Haare hast und Wissen hast, dann wäre es noch interessanter, oder? Mit lila Haare und Wissen. Also mit einer der. Ja, und dann haben sie gesagt, Herr Franz, warum machen Sie taucht den Bart nicht? Ich sage, nein, Verrücktheit, Weisheit, oder? Gegensätze. Wenn ich noch lila mache, dann bin ich nur verrückt. Und ich habe auch graue Haare und so. Mir ist egal, ich kann auch Glatze, mir Glatze scheren die Menschen nämlich genauso an, wie ich bin. Lila Haare hat den Vorteil, dass sie wenig Farbe im Leben sehen. Aber sonst, ich könnte mir Glatze scheren oder mich komplett vermummen mit der Gasmaske, wenn das Innere wird noch immer ausstrahlen durch die Gasmaske oder durch den Latexanzug. Es ist genau das, das, was wir ausstrahlen, bekommen wir zurück. Und die Menschen spüren immer, ob jemand authentisch ist oder ob jemand nicht authentisch ist. Obwohl viele sogar verloren haben, weil wir sehen, sie sehen sehr wenige authentische Typen da und wir sehen als normalen Typ den Verstellten. Die Menschen, langsam geht ja auch die ganze Besinnung der Menschen in die falsche Richtung, weil meistens sind nur Menschen mit Masken. Jetzt überwiegend und die Leute, die authentisch sind, werden abgestempelt. Aber langsam findet der Mensch wieder zu sich selber, weil er sieht, wir sind aufeinander angewiesen und es geht nicht zu verstellen, sondern gemeinsam sich zu zeigen, mit anzupacken. Und da ist es schwierig, wenn du beide Hände anpackst, schwierig, die Maske zu halten. Deshalb sage ich das. Das ist ein schönes Schlusswort und es ist ein schöner Stempel. Also das ist doch ein schöner Stempel, wenn man den auf der Stirn hat, oder? Abgestempelt als verrückt. Ich freue mich, wenn Sie sagen, da kommt ein Mann, der ist nicht normal. Ich bin froh, dass ich nicht normal bin. Oder normal ist jeder. Es steckt auch in dem Wort, ne? Verrückt. Ich bin verrückt, bin von dem Platz weg, auf einen anderen Platz. Verrückt. Ich bin aber noch immer da, wieder verrückt. Ich bin nicht der, was der Herr, der nachrennt, oder bin da vorne, der geht und vielleicht schließen noch ein paar an oder gehen in die Richtungen. Und da sind wir weg von dem Fleck, wo alle da gehalten werden, genau die Städte und alles, die Leute zusammen, nicht die Freiheit gegönnt. Und die Freiheit kann sich jeder nehmen. Jeder kann bereit sein, sich selber dem Trubel zu entziehen, wohin zu geben, wenn er die Kraft dafür hat, wenn er geistig und physisch gesund ist. Aber wer ist heutzutage geistig und physisch gesund? Physisch wenige und geistig komplett weg, weil einfach die Menschen einfach nicht gefördert werden. Wir werden zur Monotonie gezwungen und einfach mit Brot und Spiele dann am Laune gehalten. Oder auch nicht. Und für mich braucht keine Brot und Spiele, ich mache meine Spiele selber. Und spiele noch den Clown. Ich habe immer gesagt, ich bin der Hofner der Nation. Und immer, warte, König, haben sie geköpft, aber der Narr war immer nicht da und hat die Wahrheit gesagt. Der Narr, der Hofnarr, wird niemals untergehen. Die Könige werden gewechselt, aber der Hofnarr bleibt da. Und jede Nation braucht einen Hofnarr. Und wir sagen, Herr Franz, schade, dass nicht mehr Menschen sind wie Sie. Ich glaube, einer wie mich reicht auf der Welt, um den richtigen Gas zu geben. Und plus die nächste Generation, was kommt, fährt den Wickes noch kleine Mininarren. Davon gehen wir ganz optimistisch aus, dass genau das passiert. Und wir halten einfach zum Schluss so fest, Robert ist ein Mann, der nach seinen eigenen Spielregeln lebt. Check it out, was sind deine Spielregeln? Prima, vielen Dank.